Der kleinste soll der Größe werden. Das ist der neue Lexus LBX. Das kleinste Modell in der Modellpalette soll und wird wohl auch in Europa zum Bestseller der Marke werden. Warum das so ist, das erfahren wir in diesem Video. Damit herzlich willkommen hier bei Autonotizen mit dem Bernd und dem kleinen City-SUV der japanischen Nobelmarke. Lexus, das Nobel-Label des japanischen Autoriesen Toyota, ist eine große Rolle in den USA, auch eine relativ große Rolle in Asien. In Europa oder insbesondere in Deutschland ist Lexus nach wie vor Nischenanbieter. Große Limousinen, große SUVs als Hybride, mittlerweile gibt es auch ein Elektromodell, sind ja so die Alternative für die User-Chooser bei den Firmenwagen und jetzt nicht bei den großen Flotten dann gelistet. Trotzdem hält Toyota wacker durch. Infiniti gab es noch eine Zeit lang in Europa. Genesis ist noch neu am Start. Und Lexus ist, kann man sagen, so der Fels in der Brandung unter den japanischen oder asiatischen Premium-Marken. Und jetzt wollen Sie es aber auch ein bisschen wissen. Sie bringen mit dem LBX ein kleines Modell auf den Markt, ein B-Segment-SUV. Warum das? Dieses Marktsegment ist in Europa weiterhin mit starkem Wachstum wirklich auf der Erfolgsspur und ein Modell in dieser Größenklasse kann auch Premium-Kunden ansprechen, die im urbanen Raum, in dem wir auch heute uns befinden, unterwegs sind. Das Modell ist also speziell für den europäischen Markt entwickelt, wird aber in Japan gebaut und basiert auf der Toyota New Global Architecture in der Ausprägung, die zum Beispiel auch den Toyota Yaris Cross trägt. Lexus legt aber Wert darauf zu sagen, dass es nicht einfach nur ein aufgerüschter Yaris Cross ist. Der Radstand ist ein bisschen länger, der hintere Überhang ist ein bisschen länger, das Auto ist breiter. Also die Plattform wird natürlich genutzt im Konzern, aber das ist dann hier, darauf legen die Macher Wert, ein Lexus-Produkt und eben kein Toyota mit Make-up. Der Hybridantrieb ist natürlich auch ein Konzernprodukt. Es gibt den LBX als Vollhybriden mit Systemleistung von 100 kW oder 136 PS. Die setzt sich zusammen aus einem 1,5 Liter Dreizylinder Benziner mit 67 kW oder 91 PS und der hat Unterstützung von einem 69 kW oder 94 PS starken Elektromotor, der 185 Newtonmeter Drehmoment besorgt und die Kraft wird über ein stufenloses Getriebe an die Vorderräder übertragen. Es gibt optional auch eine Allradvariante, da soll es aber einen relativ geringen Marktanteil geben von ungefähr 15% in Deutschland. Die meisten LBXe dürften als Frontantriebsvariante auf den Markt kommen. Nicht nur das Fahrzeugformat wird kleiner, auch der Einstiegspreis in die Lexus-Welt wird damit niedriger. Zum Start bis Ende 2023 kostet die Basisvariante 32.990 Euro. Dann gibt es auch verschiedene Leasingangebote, auch mit Tankgutscheinen. Nach diesem Einführungskampfpreis geht es dann los bei 34.300 Euro. Und damit will Lexus sein Absatzziel in Deutschland deutlich erhöhen. Es dürften im Jahr 2023 so ungefähr 3.500 bis 4.000 Autos werden, die Marke verkauft. Und im kommenden Jahr sollen 1.500 Autos vom neuen Kleinen dazukommen. Das wirkt an sich nicht viel im Vergleich zur Konkurrenz, die zum Beispiel aus einem Audi Q2 besteht, aber auch, wenn man mal Elektroautos betrachtet, einem Smart, Hashtag One und anderen, aber für Lexus natürlich schon ein großer Schritt. Die Japaner sagen, sie haben sich bewusst für den Hybridantrieb entschieden, weil der Kunde, der dieses Auto kaufen soll, noch nicht die Infrastruktur hat, zum Beispiel im Mehrfamilienhaus oder in einer Mietswohnung in der Stadt, um dann das Auto laden zu können. Deswegen kommt er jetzt mit dem bewährten Hybridantrieb. Die Front unterscheidet sich deutlich von dem, was wir von Lexus bisher kennen. Dieser riesige Diabolo-Grill, der ist hier angedeutet, aber nicht so aggressiv nach vorne blickend wie bei den großen Limousinen oder SUV zum Beispiel. Wir haben hier den Kühllufteinlass, der dann so in den Stoßfänger ausläuft. Dann haben wir LED-Scheinwerfer verbunden durch diese verchromte Leiste. Es gibt Voll-LED-Scheinwerfer mit Fernlichtassistent. Außerdem je nach Ausstattung auch ein dynamisches Kurvenlicht, aber keine adaptiven Matrix-LED-Scheinwerfer. 18 Zoll Leichtmetallfelgen haben wir auf unserem Testwagen in der Atmosphäre oder Atmosphere. Lexus spricht nicht von Ausstattungslinien, sondern von Atmospheres Emotion. Das gibt
also verschiedene, vier verschiedene Varianten. Und Emotion ist eine von den beiden höheren. Die hat dann auch eine Zweifarblackierung mit schwarzem Dach. 4,19 Meter lang ist der LBX, also minimal länger als der Jahrescross. Der Radstand ist im Vergleich zum Konzernbruder um 2 cm erhöht worden. Am Heck sehen wir ein klares Markendesign. Wir haben einen großen Schriftzug hier mit Blechfläche. Das Kennzeichen ist in den Stoßfänger gewandert und die LED-Leiste zieht sich dann hier auch zwischen den Rückleuchten übers Heck. Damit lässt das Auto so ein bisschen Breite dann vermitteln. Und das wird auch wunderbar dargestellt durch diese ausgestellten Radkästen hinten. Also das Dach, das sich nach hinten verjüngt, das wirkt dann so aufgesetzt. Lustige Anekdote am Rande. Lexus sagt, das soll an japanische Reiskuchen erinnern. Ich finde, es sieht einfach sportlich aus, durchaus hier ein dynamischer, kraftvoller Heckauftritt. Der Taster zum Öffnen der elektrischen Heckklappe liegt hier über dem Stoßfänger. Ist übrigens untypisch in dem Segment, dass die elektrische Heckklappe vorhanden ist. Oft ist es ja in der Kleinwagen- und auch in der Kompaktklasse ein manuelles Türchen. Der Kofferraum misst je nach Ausstattung bis zu 402 Liter. Beim Allradmodell mit dem zweiten E-Motor im Heck ist ein bisschen weniger. Und auch wenn man ein optionales Soundsystem mit Subwoofer bestellt, dann reduziert sich auch das Volumen. Es gibt keinen doppelten Ladeboden. Das heißt, wir haben so eine Hand tief die innere Ladekante. Und dann geht es hier eben auf den Ladeboden. Unter dem gibt es kleine Ablagemöglichkeiten für das, was man unterwegs im Notfall braucht, also Tire-Fit-System und dann auch eine Abschleppvorrichtung. Leider haben wir keine Haken, um Einkaufstaschen aufzuhängen, also ein bisschen wenig praktisch dann. Aber schön ist, dass auch die Seitenverkleidungen mit Filz ausgeschlagen sind, nicht mit Kunststoff, der schnell verkratzt. Und wir sehen hier links in der Gepäckraumabdeckung eine 12-Volt-Steckdose, um zum Beispiel eine Kühlbox oder vielleicht auch einen Handstaubsauger mit Strom zu versorgen. Ich kann den Laderaum erweitern, indem ich die Lehne der Rücksitzbank umklappe. Dazu muss ich nach vorne ins Auto gehen, kann dann die Lehne ein Drittel, zwei Drittel geteilt umklappen. Dann entsteht aber eine hohe Stufe mit einer leicht ansteigenden Linie. Wer sich also den Transport von Kühlschränken oder Waschmaschinen zum Hobby gemacht hat, der wird mit der Laderaumerweiterung im LBX nicht glücklich. Aber das widerspricht ja auch dem urbanen Premium-Gedanken. Der urbane Premium-Kunde hat aber vielleicht mal Passagiere dabei, die er mitnehmen will, und das checken wir jetzt bei der Sitzprobe. Die Türgriffe sind Bügeltürgriffe, also gut greifbar. Und dann gibt es hier auf der Innenseite einen elektrischen Taster. Damit öffnet sich dann die Tür in den Fond. Der Fahrersitz ist hier immer auf meine große Größe von 1,92 Meter eingestellt. Es gibt ja oft Leute, die sagen, das ist ein totaler Schmarrn, wenn der lange Luder schon immer zeigt, wie man hinten sitzt. Deswegen darf heute Kameramann Sebastian mal zeigen, wie man hier sitzt. Er ist nämlich mit 1,88 minimal kleiner, aber man sieht schon, da hast du es auch nicht ganz bequem. Die Sitze bohren sich hinten an den Sitz. Die Kopffreiheit, was meinst du, ist okay? Ich stoße an. Ja, stößt ein bisschen an. Also für Basketball-Hobby-Ausflüge eignet sich der Premium-SUV nicht allzu gut. Die Isofix ist hinter Kappen gut erreichbar. Was leider fehlt, ist eine Mittelarmlehne. Und jetzt schauen wir mal, wie das Platzangebot in der ersten Reihe so ist. Vorne sitzt man deutlich bequemer als hinten, auch in meiner Größe. Wir haben ausreichend groß ausgeformte Sitze, einen schönen tiefen und langen Fußraum. Je nach Ausstattung gibt es verschiedene Oberflächenstrukturen auf den Sitzen. Im Basismodell Stoff und dann gibt es auch Leder in den Top-Varianten. Hier in der hohen Ausstattungslinie Emotion, in der wir sitzen, oder Atmosphäre im Lexus-Sprech, ist es ein veganes, also ein Kunstledermaterial mit Perforation. Das Cockpit unterscheidet sich von dem des Plattformbruders und übernimmt viele Teile aus den größeren Lexus-Modellen. Damit zeigt der LBX eben, dass er Teil der Lexus-Familie ist. Und dazu gehört auch die ein bisschen verquere Bedienstruktur. Man erinnert sich vielleicht als Fan der Marke oder Fahrer eines Lexus älterer Baujahre an dieses Trackpad in der Mitte, wo man dann mit so einem Cursor im Display dann manövrieren musste. Das gibt es nicht mehr. Wir haben jetzt ein Infotainment-System mit Touchscreen-Funktion. Da sehen wir jetzt hier den Energiefluss zum Beispiel. Und dann kann ich dann hier auch Apple CarPlay oder Android Auto ansteuern. Apple CarPlay geht übrigens auch ohne Kabelverbindung.
das Audiosystem ansteuern und dann hier die Einstellungen vornehmen. Und hier gibt es eine feststehende Leiste für die Klimafunktionen. Zum Beispiel kann ich hier die Lenkradheizung zweistufig aktivieren, deaktivieren. Auch die Temperatur, wenn ich möchte, dann verstellen. Und dann haben wir hier noch kleine Kippschalter für die Zwei-Zonen-Klimaautomatik und wichtige Klimafunktionen. Außerdem ein Drehregler für die Audiolautstärke. Das ist natürlich auch wichtig, um dann schnell eben intuitiv das System zu bedienen. Und wenn ich jetzt dann hier auf dem Touchscreen unterwegs bin, dann sehen wir dann hier auch noch ein aufpoppendes Menü, um dann die Sitzheizung dreistufig zu aktivieren. Und dann kann ich hier auch den Luftstrom der Klimaanlage ändern. Außerdem kommen dann erst dann hier noch weitere Kacheln der Fahrassistenz dann mit ins Spiel. Also ein Spurwechselwarner, Totwinkelmonitor, den Parkassistenten, der je nach Ausstattung an Bord ist, kann ich dann hier einstellen. Und dann haben wir hier auch noch die Möglichkeit, ein Luftreinigungssystem zu aktivieren und zu deaktivieren. Also das läuft hier alles nach ein bisschen reingefummelt, dann einigermaßen intuitiv. Das Display ist geneigt. Je nach Sonneneinstrahlung spiegelt es manchmal ein bisschen, aber im Großen und Ganzen gut ablesbar. Darüber haben wir eine geradlinige Armaturentafel mit den integrierten Lüftungsdüsen. Und je nach Ausstattung gibt es ein Head-Up-Display. Das haben wir hier im Emotion mit Technologiepaket auch eingebaut. Und digitale Instrumente hinter dem Lenkrad. Das hat physische Tasten und hier kommt dann diese Trackpad-Style wieder zum Tragen. Und wenn ich jetzt auch hier im Instrumentendisplay etwas einstellen will, dann muss ich also hier Richtung Pfeile meinen Finger bewegen. Jetzt passiert aber im Instrumentendisplay gar nichts. Ich sehe es nämlich nur im Head-Up-Display, was ich jetzt hier verstellen kann. Zum Beispiel kann ich dann jetzt hier, da muss ich aber schon genau treffen, sagen, jetzt möchte ich die Höhe des Head-Up-Displays verstellen. Ich kann aber, das dauert jetzt ein bisschen, weil ich hier echt rumfummeln muss, dann auch die, jetzt sehen wir hier eine sich ändernde Anzeige hinter dem Lenkrad, das digitale Display einstellen. Aber mein Befehl und auch die Rückmeldung, die optische, die gelingt dann nur im Head-Up-Display und das würde ich dann doch eher für den Stand und nicht für die Fahrt im Auto empfehlen. Je nach Ausstattung gibt es eine induktive Ladeschale für ein Smartphone. Es liegt hier ein iPhone 13 Pro drin, es steht ein bisschen über, also mit dem 15er wird es dann schon ein bisschen eng. Dann kann man hier den Schlüssel noch reinlegen und einen Becherhalter. Außerdem gibt es hier den kleinen Knubbel und das kennt man ja auch so als Bedienelement von anderen Lexus-Modellen für das stufenlose Getriebe. Dann haben wir hier noch drei Tasten für den EV-Mode. Wenn die Batterie ausreichend geladen ist, kann der dann angesteuert werden. Und einen Eco-Fahrmodus für effizienteres Fahren. Sollen wir doch mal schauen, wie sich der LBX so auf der Straße schlägt. Los geht's zur Probefahrt. Im Stadtverkehr pendelt sich die Anzeige für den Verbrauch bei um die 5 Liter ein, teilweise auch deutlich darunter. Jetzt verlassen wir die Stadt und es geht auf Autobahn und Landstraße. In 9,2 Sekunden beschleunigt der Lexus LBX als Frontantriebsvariante von 0 auf 100 km/h und die Höchstgeschwindigkeit liegt mit beiden Antriebskonfigurationen bei 170 km/h. Wenn ich das Pedal kräftiger durchdrücke, dann kommt der Verbrennungsmotor dann mit ins Spiel und man hört ihn auch, aber er ist schon besser gedämmt als die gleiche Antriebsphalanx im Jahrescross. Der Lexus zeigt also hier schon mehr das Premium-Auto, das er ja sein will und auch sein soll. 185 Newtonmeter ist das maximale Drehmoment, das angegeben wird. Das steuert der Elektromotor bei und der arbeitet mal im Team mit dem Benziner, mal alleine, mal kommt nur der Benziner rein. Und da spricht man dann von einem sogenannten leistungsverzweigten Hybridantrieb, wo das dann eben alles gesteuert wird. Wir sind jetzt auf ziemlich schlechten Vorortstraßen unterwegs und da merkt man dann schon, dass die Verwerfungen im
Straßenbau, so nennen wir ihn doch mal, durchgereicht werden. Es schlagen aber keine Querfugen durch. Das Auto ist im Großen und Ganzen schon komfortabel abgestimmt, aber keine Sänfte. Da merkt man natürlich dann schon auch das kleine Format mit dem verhältnismäßig kurzen Radstand. Der Verbrauch überrascht echt. Wir glauben heute im Bordcomputer. Waren es viel in der Stadt unterwegs, sind aber auch Autobahn gefahren in Spanien, also tempolimitiert. Und sind wir jetzt hier auf Landstraßen dann noch ein bisschen unterwegs. 4,4 Liter, sagt der Bordcomputer, fließen gerade durch die Einspritzdüsen. Und damit liegen wir im Bereich des WLTP-Verbrauchs zwischen 4,2 und 4,7 Liter. Und der Vollhybrid, also nochmal zur Erklärung, das ist ja ein Hybrid, der nicht extern geladen wird, sondern wir haben eine relativ kleine Batterie, die dann im Schubbetrieb oder beim Bremsen geladen wird und damit dann den Strom für den E-Motor zur Verfügung stellt. Der Vollhybrid zeigt dann hier schon, dass er eben gerade im urbanen Raum wirklich sparsam zu fahren ist und das auch ohne Aufsehen. Wenn man dann zusehen möchte, was da eigentlich so passiert, dann gibt es die Energieflussanzeige sowohl im Instrumentendisplay als auch hier auf dem Infotainment-Monitor. Und da sieht man dann eben, ob gerade Energie in den Akku gespeist wird, ob der E-Motor läuft oder der Verbrenner. Das macht dann schon auch Spaß, da ein bisschen zuzuschauen. Aber wie immer gilt natürlich das Augenmerk der Straße voraus. Und die nehmen wir jetzt auch noch ein bisschen unter die Räder und fahren in Richtung Fazit. Die Lexus-Vertriebsstrategen gehen davon aus, dass 60% der LBX-Kunden Privatkäufer sind. Das ist ein relativ hoher Anteil verglichen zu den größeren Modellen der Marke, weil mit dem B-Segment-SUV eben auch ein ganz neuer Markt erschlossen wird und auch Kunden dann an die Marke herangeführt werden sollen und wohl auch können, für die bisher Lexus noch nicht auf dem Einkaufszettel stand. Den größten Anteil im Ausstattungsmix soll die Atmosphäre mit dem Namen Emotion haben. Den haben wir hier stehen. Der kostet 36.990 Euro, ist ein bisschen teurer als das Basismodell für 34.300 Euro. Das hier aber bis Ende 2023 dann rabattiert für 32.990 angeboten wird. Und natürlich dann auch ein bisschen Preislisten und Konfigurator-Kosmetik, um den Einstiegspreis dann niedrig zu halten. Unser Testwagen hat ein optionales Paket namens Safe and Sound an Bord. Da ist das Mark Levinson Soundsystem mit dabei, das Head-Up-Display und viele andere Dinge. Und dann die Metallic-Lackierung auch noch als Option. Der kostet, so wie er hier steht, nach Liste 41.390 Euro. Und das zeigt dann auch, dass auch ein kleines Auto große Zahlen auf den Kassenzettel schreiben kann. Premium heißt nicht mehr nur groß, sondern eben auch ja, feine Ausstattung und gute Verarbeitung. Beides zeigt der LBX auch im Innenraum. Haben wir schon eine schöne Materialauswahl. Und damit will er sich eben gegen den genannten Audi Q2 stellen, aber auch Menschen ansprechen, denen der Mini Countryman mit dem aktuellen Modellwechsel vielleicht zu groß geworden ist. Oder auch ja, Umsteiger von Kompaktautos wie einem Audi A3 und anderen, die dann auch so ein bisschen Crossover haben möchten. Der Verbrauch ist sehr gut. Mit ungefähr 4,5 Litern, den wir heute rausgefahren haben, ist der Hybrid wirklich ja, sparsam unterwegs. Wir haben auch jetzt schön so ein Pendleralltag darstellen können mit Stadtverkehr, Landstraße und ein bisschen Autobahn. Also das finde ich gut. Das Platzangebot vorne ist gut. Kritikpunkte sind ja doch arg enge Fond und die ein bisschen umständliche Bedienung über diese Lenkradtasten ohne wirkliche Rückmeldung und dann die Möglichkeit über das Head-Up-Display die Anzeigen im Kombi-Instrument zu verstellen. Also das sollte man sich dann mal in Ruhe zu Hause ansehen, bevor man das dann irgendwie unterwegs während der Fahrt oder am Ampelstopp dann hektisch versucht. Vielen Dank fürs Zusehen beim Lexus LBX Fahrbericht. Mehr zum Auto gibt es wie immer auf der Website autonotizen.de. Das verlinke ich natürlich unten. Außerdem findet ihr in der Videobeschreibung den Link zur Playlist mit allen Lexus Videos hier auf dem Kanal. Wenn noch nicht geschehen, dann könnt ihr sehr gerne Autonotizen bei YouTube abonnieren mit dem Glockensymbol. Das empfehle ich, wird dann auch immer eine Nachricht kommen, wenn hier ein neues Video veröffentlicht wird. Dann stehe bestimmt ich wieder vor der Kamera, ein Auto steht mit mir vor der Kamera und vielleicht der Sebastian auch wieder hinter der Kamera. Vielen Dank an ihn fürs Filmen und nochmals Dank an euch fürs Zuschauen. Bis bald. Ciao.